So, hallihallo, ihr Lieben, so. Nochmal ein Video so von mir. Und, wenn ich ausgeschlafen hab, kommen noch mehr Dia-Shows von mir. Ich hab noch jede Menge, Bilder und Fotos auf Facebook auf Lager, die ich da so zur Show machen kann. Ich habe mir auch weitaus viele Bilder, ich kann noch viel machen. Zuletzt habe ich euch den Film, das Filmchen, die dir schon hochgeladen, Panzer und Totenköpfe. Und nachher geht das dann weiter, dann da werde ich mehrere dann Sachen noch so Ortschaften machen, wo ich unterwegs war, weil mir fallen dann noch so einige Sachen ein, die ich machen könnte und die ich auch machen werde, ob es euch jetzt passt oder nicht. Wimps. Wem meine Filme nicht gefallen, der braucht sich die ja nicht angucken, fertig. Der kann ja mich ignorieren. Ich guck mir ja auch nicht jeden Mist im PSR in YouTube an, sondern nur das, was mir gefällt. Und das verlange ich natürlich auch von anderen dann, dass die nur gucken das, was denen gefällt. Und wenn dem was nicht gefällt, einfach nicht gucken. Und ganz einfach so. So wie ich das auch tätig tue. Aber es gibt immer ein paar Ausnahmen, die die Regel sind. Ist ja wohl klar. Ja, und mein Verdacht wer da am Morgen ist. Also, der Verdacht hat sich leider Gottes bestätigt. Dein Gruß am Drachen, du hattest einen richtigen Riecher davon ab. Ich hab die Kommentare leider schon gelöscht und ich hätte dir sagen sollen und überhaupt und so. Und dich mit dem Nass drauf stoßen sollen. Aber da habe ich mal wieder zu schnell gehandelt. Naja, es ist auch ein bisschen zu spät der Groschen gefallen bei mir. Aber ist egal. Du hattest recht. Aber glaub ja nicht, dass sich dahinter eine Frau verbirgt. Das ist auch nur eine Verarsche. Dahinter versteckt sich ein Kerl. Na, so. Da haben sie welche zusammengetan. Mehr weiß ich auch noch nicht. Davon ab. Und noch einen schönen Gruß geht raus an Knacki seine Gefolgschaft. Ihr kümmert mir drum, bis er schwarz wird. Bis er schwarz werdet. Das geht mir am Arsch vorbei. Auf gut Deutsch gesagt. Auch wenn sich der Knacki irgendwann brechen will, wenn er aus dem Knast kommt. Das ist mir sowas von scheißegal. Weil das, was der auf dem Kerbholz hat, der wird noch einige Jahre sitzen.
Und ich persönlich hoffe für ihn, dass er im Knast rauskommt, dass er ein Kinderficker ist. Nämlich so eine Art im Knast, nix zu lachen. Dann kann er beim Duschen mal sich bücken und die Seife aufheben. Und dann gibt Gummi, ne? Ihr versteht mich schon, ihr Anhänger von Knacki. Und was da mit solchen passiert, brauche ich euch ja wohl nicht zu erklären. Und er hat's verdient. Einer, der ein Kinderficker ist und der generell ein Pädophiler, gehört noch schlimmere Sachen mitgemacht. So einer gehört erschlagen. Davon ab. Weil das ist das Abartigste, was es überhaupt gibt, sich an Kinder und an Jugendlichen drin aufzugeilen. Es gibt nichts Schlimmeres. Davon ab. So was ist krank, einfach nur krank und pervers, was der macht. Und das ist schon nicht mehr schön. Und, ne? Ich hoffe, dass das im Knast rauskommt. Und dann ist er nämlich arm dran. Und wird dann nämlich, ne? Und viele grausame Sachen werden dann mit ihm gemacht. Der kann froh sein, wenn er den Knast dann nur überleben tut, er selber. Und ich lasse mir nicht von so einem Arsch mit Ohren drohen, mit so einem pädophilen Penner davon ab. Mir ist das nicht in meinen Augen. Und auch von den Anhängern, das sind alles nur Missgeburten für mich. Alle, die noch, die steht, ihr steht doch alle auf kleine Kinder, ihr solltet euch schämen. Ganz einfach. Nur schämen und das ist traurig. Und sowas will ein erwachsener Mann, Männer sein? Schämt euch, erwachsene Männer, pfui. Da ist ein Kindergarten ja noch erwachsener gegen. So.